Hallo, heute sprechen wir über das neue Bundesteilhabegesetz. Es gibt wichtige Änderungen, unter anderem sind die ganze Behörde überfordert mit diesem Gesetz und diese Umsetzung ist auch nicht gut gemacht. Darüber sprechen wir heute. Unter anderem das erste Thema, das Essen in die Werkstätte muss man ja jetzt sehr bezahlen, wie das schon einige Videos erklärt habe. Man kann ja das Geld wiederbekommen. Aber es gibt dabei eine wichtige Änderung, die halt eben gerade rausgekommen ist. Zum Beispiel nur Leute, die die Thronsicherung bekommen, also das heißt, nur Leute, die innerhalb der Werkstatt einen Anspruch haben auf die Thronsicherung, das bekommt man halt eben für seine Miete und etc. so bezahlen, halt seine ganze Unkosten, die man halt eben so hat. Die Leute bekomme das Essengeld von der Werkstatt erstattet. Alle die Leute, die die Grundsicherung nicht beziehen, weil sie das zum Beispiel nicht wolle oder eben einfach nicht halt eben die Ansprüche genüge, um halt eben Grundsicherung mit den Leistungen halt eben zu beziehen. Die Leute, die keine Grundsicherung beziehen, müssen das Essen selber in die Werkstatt bezahlen. Unter anderem sind die gesetzlichen Betreuer und die Betreuer innerhalb allgemein für Menschen mit Behinderung oder allgemein Assistenz. Die sind mit das Gesetz allgemein überfordert, weil es viel zu wenige Mitarbeiter gäbe, die sich um das neue Gesetz kümmern. Und das Ganze ist ja für die gesetzlichen Betreuer sehr, sehr mehr Aufwand, um das Ganze durchzusetzen. Und das Gesetz ist vielleicht zwar gut gemeint, aber nicht gut umgesetzt. Wobei ich auf jeden Fall ganz klar sage, das Gesetz, so wie es momentan ist, ist das nicht gut umgesetzt. Er ist zwar gut, dass den Durchschnitts Spar, das was man Durchschnitt sparen darf, wurde auf jeden Fall angehoben, bis auf 50.000. Habe ich schon mal einige andere Videos gesprochen. Warum macht man das denn? Und allgemein, man muss dann immer bei die Ämter argumentieren. Wieso brauche ich die Hilfe? Warum? Weshalb? Wieso kann man dann nicht einfach machen, ey, ihr werdet gleichgestellt mit normalen Menschen auch. Das Ganze geht das Bundesteilhabegesetz leider ganz knallhart vorbei. Wie schon gesagt, auf jeden Fall muss man auf jeden Fall immer noch weiteren arbeiten, auch die Betreuer für das Gesetz allgemein umzusetzen. Die sind auch dafür auch gesetzlich zu verpflichtet und die ganzen Ämter, um das Gesetz umzusetzen. Deswegen gibt es da auf jeden Fall noch einige Probleme. Man hätte sich im Vorfeld darum kümmern sollen, wie viele neue Mitarbeiter braucht man, um zum Beispiel diverse Papiere umzusetzen. Er gibt zum Beispiel 50 Seiten an also Dokumente, Verträge, die man da bekommt und zum anderen, dass die ganze Wohnheime jetzt mit den Bewohnern dort einen Mietvertrag haben müssen, etc. Auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall nur einige Sache, um da lieber aufzuräumen. Ich kann gerne mal in die Kommentare sagen, habe wieder mehr Ernst-Erfahrung gemacht. Ich berichte euch auf jeden Fall wöchentlich über neue Änderungen über das Bundesteilhabegesetz. Kurz zusammengefasst, auf jeden Fall einmal bekommt nur das Essen in die Werkstatt nachträglich erstattet. Wenn man die Thronsicherung bekommt, bekommt man die nicht. Bekommt man das Essen dort in die Werkstatt leider nicht erstattet, falls man dort dran teilnehmen tut. Das ist der zweite Punkt, die Behörde und die Gesetzesbetreuer sind maßlos überfordert mit das neue Gesetz. So, ich will ab in die Kommentare mit eurer Meinung, würde mich sehr, sehr gerne interessieren, welche Probleme habt denn ihr damit so. Dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und hier oben bei das i werde ich euch dann ein paar Videos einblenden. Zum Beispiel blendet euch einfach mal das Video über das i ein,
wo ich über Dinge, die sich 2020 ändert werde, für Menschen mit Behinderung. Da geht es komplett um das Bundesteilhabegesetz. Da könnt ihr nochmal bis in Detail erfahren, worum es in das Gesetz denn genau geht, falls ihr das bis hierhin noch nicht wissen sollte. Und könnt ihr euch gerne ja mal ansehen. Sag ich mal, bis dann nächstes Mal, Leute, und haut rein!